Hi. Und Hallöchen. So, ich stehe noch unter Tage und gucke auf so einen kleinen Lavatümpel, wo abgehört, da kann man schön schwimmen. Ja. Macht Spaß, es ist schön warm. Bei euch ist es 2 Tage her, für uns 2 Minuten. Ach ja, ist schön. Macht doch alles Spaß hier. Freue mich. Gut, so, ja, wir sind am Farmen. Wir müssen nämlich ganz viel Cobblestone noch finden. Immer noch? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab so ein leichtes Déjà-vu, als hätte ich das schon mal irgendwie ganz viel gemacht, aber es ist irgendwie alles weg. Ich kann mir das selber nicht erklären. Eine sehr merkwürdige Situation, muss ich sagen. Zum Glück habe ich dir den vollen Stack Leitern gegeben und ich mir nur den halben. Ja, auch das ist richtig. Auch das ist schön. Ist super. Ach Gott. Naja, wir werden unseren Anspruch im Angerecht ganz professionell zu sein. Ja, total. Also. Ich kenne kein anderes Duo, was damit jetzt besser umgegangen wäre als wir. Nee, kenne ich nicht. Wir sollten im Übrigen vielleicht anfangen, zwischendurch mal Dinge zu twittern über die Dinge, die wir hier aufnehmen oder wenn wir über irgendwas reden. So, mein Hashtag wäre gerade im Übrigen gewesen, Hashtag feuerfeste Schwimmflügel. Was ist bei dir so? Hashtag sprachlos, okay. Ah, schön. Entschuldige bitte, ich meine, du hast schon den Schaden, ich mache mich hier noch lustig, ich bin ein furchtbarer Mensch, aber ich habe halt auch gerade Spaß dran. Nimm mir das bitte nicht übel. Gehst du nochmal zurück? Dort liegen ganz viele Spitzhacken für dich. Wo? Und 2 Kisten. Wo denn? Dort, wo der Lava-Dings ist, wo du am Anfang gegraben hast. Ich guck mir das so lange tot an, ich will eine Reaktion sehen. Ich hab vorbereitet. Holy! Nimm lieber ich die kann zwei. Die gar nicht alle nehmen. Dann nimm mal die 2 Kisten und pack die hin und pack da Spitzhacken rein. Holy! Holy fuckeroni! Bam bam! Schön! Fängt die letzte Folge genauso an wie die erste, letzte auch, also die nächste, ach verdammt, ich hab verkackt. Nee, nächste, letzte, erste, ja. Beste, was auch immer, alles ist schön. Alles ist toll, genau. Ich bin wieder gestorben. Hey, da ist ein Creeper, wuhu! Was? So, bei dir geht's jetzt aber ab hier, oder? Mir war da gerade nach. Was ist denn los bei dir? Mir war da einfach gerade nach. Ach so, okay, wir müssen zwar jetzt bei uns zu Hause was flicken, aber mir war danach. Okay. Ja, nee, klar, warum nicht? Weißt du was? Ich tu mal direkt jetzt hier die Diamanten hier in die Kiste und die bleiben auch schön brav da drin. Bis wir wieder hochgehen. Und ich mach den Crafting Table dahin und ich habe die Leitern da gelassen. Einfach damit das hier schon mal safe ist. So, Redstone tue ich auch rein. Ich habe einen ganzen Kohle, der landet da auch drin. Das ist total toll. Gut, dann, ich mal eben ein. Erstmal was essen. Und dann verprügel ich ein Skelett, glaube ich. Ich bin nicht mehr unterwegs. Das war gerade da, aber okay. Jetzt kann ich mich nicht mal drüber lustig machen, dass ich 22 Level habe und du gar. Das ist irgendwie traurig. Wow. Aua. Bist ein Arschloch-Skelett und du stirbst bitte. Danke. Noch jemand? So, auch der ist weg. So, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich schmeiß mal alles weg, was wir nicht brauchen. Weil Pfeile und sonst was, das brauchen wir tatsächlich nicht. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Schön. Also ich baue uns das mal gerade hier ein bisschen offen, damit man hier ein bisschen hochgehen kann. Ich denke mal, das macht mehr Sinn. Denke ich zumindest gerade so. Machen wir mal
da eine dran, dann kann ich das hier wegkloppen. Irgendwas hat Tisch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fackel jetzt gefangen habe oder nicht, aber egal. Wo kann ich denn sicher abbauen? Sag mir was mal. Hier oben? Ich baue hier gerade einfach den Rand rein, ist ja egal. Ansonsten bau hinten dich ein bisschen raus, da wo man am Rand ankommt, ist ja auch egal. Wir brauchen halt eben massig Stein, wo er herkommt, ist ja letzten Endes völlig schnurz. Ich meine, wir müssen hier unten nichts bauen, das ist eigentlich eine gewaltige Mine, ne? Mhm. Immer raus mit allem, was keine Miete zahlt. So, dass am Ende noch die Kruste des Berges zu sehen ist, oder was? Ja, sozusagen. Oh Gott, nee, ganz ehrlich, du kannst doch wirklich großräumig hier alles gerade rauskloppen, ist doch völlig egal. Das hier ist ja wirklich, also das ist für mich ein reiner Farming-Spot. Wir holen halt Material, was wir brauchen und es muss nicht schön aussehen hinterher, ne? Mhm. Sehr entspannend, das Ganze. Hilfe! Das ist eigentlich der Moment, wo wir mal eben ganz kurz darüber reden können, dass wir tatsächlich echt schöne große Pläne haben, aber was wir da bei den Bergen machen wollen, ne? Mhm. Wir haben uns ja so einiges schon angeguckt, wittern wir das eigentlich nochmal dann die Tage, ja, ne? Ja. So mit Ideen, Baupläne. Darf ich mir mal dein Schwert ausleihen oder willst du kurz mitkommen? Was hast du wieder? Wer ärgert dich? Die dumme alte Hexe da! Ah! Echt jetzt? Jupp! Oh, hast du mich vergiftet. Das ist aber sweet. Potion of Healing. Möchtest du die haben? Nö. Aber ich hab hier was gefunden. Ich bin hier lang und dann auf einmal... Ja. Ja, ist halt, ne? Ist hier halt wieder was. Warum auch immer. Bin ich verwirrt. Noch mehr Stuff. Darf ich jetzt? Oder kann das mal aufhören? Ich hab die Potion of Healing extra getrunken, aber es brachte nichts. Oh, das ist natürlich super. Bin immer noch vergiftet, jetzt muss ich warten, oder was? Ja, so ein halbes Herz ist aber ungeil, ich esse mal eben schnell was. Wieso ist hier noch so viel mehr Stuff? Check. Aber Zucker? Warum lässt so eine Hexe Zucker fallen? Das ist ja was ganz Neues. Na ja, komm, da war eine Hexe, ich esse mal einen Apfel. Ach, den darf ich gar nicht essen gerade, schade. Red? Ja? Hier gibt's noch mehr Höhlen und Digger und... Ich hab nur keine Fackeln. Hast du... Da jetzt nicht unbedingt lang, aber an der anderen Seite. Ja, Moment. Da geht's lang, da geht's lang, hier geht's lang. Ich bin überfordert. Ja, Moment. Erstmal möchte ich das gerne etwas breiter haben, weil so kleine Gänge habe ich keinen Bock drauf. Da verlaufe ich mich nur ständig dann, weil ich diese kleinen Gänge irgendwann nicht mehr sehe. Also machen wir das mal ein bisschen großzügiger hier. Lieber alles ein bisschen ausbauen und dann wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen, weißt du? Ich hab wirklich keinen Bock, mich unter Tage komplett zu verlaufen irgendwann. Kann ich mich mal bitte vollständig heilen? Das wäre echt schön. So, jetzt macht der Apfel Sinn. Wollte dir gerade unterm Fuß da irgendwas wegkloppen, so. So. Okay. Die Frage ist, gehen wir erst da lang oder erst da lang? Weiß ich nicht. Ich baue das jetzt hier auch erst noch ein bisschen auf, damit ich da rechts schön runter kann. Und außerdem braucht man den ganzen Cobblestone eh, also kann ich hier auch rauskloppen. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Wups. Unter meinen Füßen weggekloppt. Ist jo. Das der Knaller. So, Okay, wir passen hier ist dann schön, erstmal nachher. Ja. Echt? Ja. Das ist awesome da unten? Ja. Oh, cool. Ich weiß nur nicht, ob es awesome Stuff gibt, aber es sieht awesome aus. Okay, warte, dann mach ich mal hier eine... Durch den Schlacht durch. Soll ich dir... Ups. Ja. Warte, damit wir... Hast du noch Erde oder sowas? Hier gleich auch ein bisschen geben. Nicht, dass wir auf dumme Gedanken kommen und da wieder in die Lava springen, ne? Ja, ich mache ja sowas nie. Nein. Ach du Scheiße. Da. Guck mal, was es hier alles gibt. Warte mal kurz. Ach du Scheiße. Nee, das ist ein Skelett, das ist doof. Lalala. Der Gold? So, wo bist du hin? Der mehr Lava. Der ein Creeper. Creeper?
Bist du hingegangen? Such mein Nametag. Ah, da, ich seh ihn. Hui. What? Entschuldigung, dich wollte ich nicht hauen. Aber? Hi. Keine Ahnung, ich bin einfach mal ein bisschen reingegangen. Das ist leider kein Diamant, schade. Das ist nur Lapis. Ah, für 2 Sekunden war ich begeistert. Für 2 Sekunden aber nur. Ich klopp mal eben die Kohle und den ganzen Scheiß hier raus. Das war schon wieder eine Spitzhacke, na gut. Habe ich eigentlich gerade eine Rüstung? Nee, ne? Nee, solltest du nicht haben. Ha, ne? Ich habe einen Goldhelm, gut. Schön, dass ich das den Zombie gerade weggekloppt habe. Wo geht's hier lang? Lava. Nicht wieder baden gehen, bitte. Nee. So, Ressourcen. Wie unglaublich viel hier ist. Nicht so lange dauern würde hier, das wäre schön. Aber na gut. So ist das halt manchmal. Solange ich nicht heimlich auf Lava treffe irgendwann. Nein, Lava, mein Erzfeind. Hinter einem Block versteckt, das wäre etwas unschön. Da oben geht's auch, da oben auch lang. Ich erkunde ein bisschen. Okay. Ich habe ja eh nicht so viel, was ich verlieren könnte. Nicht mehr? Nicht mehr, nein. Selbst mein Stolz hat mir darüber genommen. Selbst den Stolz, oh nein. Das ist jetzt aber deprimierend, wenn du das so sagst. Das ist sehr deprimierend, wenn du das so sagst. Kannst du mir ein paar Fackeln geben? Was? Na klar. Was? Ja? Dann kann ich schon mal weiter erkunden. Ich kann ja sogar ganz viele machen gerade. Und Essen bräuchte ich auch. Ich muss jetzt durchschnorren hier bei dir. Bitteschön. Reicht das erstmal? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele das waren. Ja, das reicht erstmal. Alles klar. So, Erkundungstour hier. So, dies und das und das und das und das. Dringende Bedürfnis, eine Diamantspitzhacke herzustellen, damit das alles viel schneller geht. Aber das würde ich mir gerne sparen. Die war beim letzten Mal schon so schnell weg. So klappt mir das ein bisschen raus hier. Jetzt auf dich geschossen? Ja, ja. Okay. Es klang so nah und ich dachte mir, hä, wo ist denn da jetzt einer? Hier ist doch gerade gar nichts. War kurz ein bisschen verwirrt. Aber dann ist ja alles gut. So, ich muss mal aufpassen, dass mein Inventar nicht gleich voll ist. Nee, da geht aber noch ein bisschen was herrschen. So, dann hauen wir mal das Eisen mit dem Eisen raus. Mal, ich verzichte mal gerade auf weitere Kohle. Erstmal eigentlich, obwohl andererseits, ach komm, brauchen wir immer mal wieder. Passt schon. Das ist nur so ein Mini-Hohlraum? Okay, dann tun wir mal eine Fackel rein, bevor da einer langläuft. Oder langkommt. So, Kohle. Ah ja. Kohle. Eben, soll uns hier keiner vorwerfen, wir würden hier nicht alles mitnehmen. Ey, Red, du hast da Kohle übersehen. Ja, und das Gold nehme ich auf jeden Fall auch mit hier. Das möchte ich gerne haben. Okay, die Pilze brauche ich, glaube ich, Waren wir hier unten? Bist du hier unten dann gerade? Da unten geht's zurück, wo wir herkamen. War das da? In der Tat. Ja, okay, so. Aus der Blickrichtung erinnere ich mich mehr daran. Haben wir hier Eisen. Das haben wir auch. Okay. Sonst gibt es hier nichts Spannendes. Okay. Alles aus. So, das hole ich mal raus. Eisen. Eisen ist immer gut. Komm her. Wie pflanzt man eigentlich Pilze an, genau? Das ist eine gute Frage. Weiß, dass die irgendwie halb im Dunkeln sein müssen und sonst was, aber genauer kann ich dir das tatsächlich auch gar nicht sagen. Habe ich irgendwie noch nie angepflanzt.
Da bin ich komplett überfragt tatsächlich. So, was haben wir da? Kohle, okay. Nicht, dass wir eine Pilzfarm bräuchten oder so. Das interessiert mich eigentlich gerade nur. Ja, jetzt, wo ich hier gerade Pilze sehe. Könnte man halt aber mal trotzdem einen anlegen, ne? Meinen Schaden kannst du ja nicht. Nahrung ist Nahrung. Aber das ist, glaube ich, aber auch ein irgendwann mal Projekt dann eher, ne? Weil wir wollen ja erstmal eigentlich ganz viel bauen und sowas. Und jetzt ist das eigentlich schon mal die zweite Folge, wo wir erstmal farmen gehen. Aber naja, gut. Das ist halt alles ein bisschen größer, was wir diesmal machen wollen. Ich musste ja auch sterben, ne? Das war so. Ja, mein Gott, ganz ehrlich, das passiert halt. Ich meine, klar, es ist ärgerlich. Mich hat es ja auch super geärgert, wo mir das passiert ist. Aber das, mein Gott, das kommt halt mal vor. Oh, Diamanten gefunden. Geil. What? Ich wollte nur ein bisschen Kohle rauskloppen. Darunter waren Diamanten. Was dann geschah, ist unglaublich. Ich will mir die Diamanten betrachten. Weg. Weg, meine. Alles meine. So, hätten wir die. Du hast, glaube ich, jetzt auch einen, oder? Ja, warte, ich drei hier. Stück. Flupp. Mal eben kurz gucken, nicht, dass drumherum noch welche sind. Immer wenn ich welche gefunden habe, waren es immer sechs Stück bisher. Diesmal waren es nur vier, deswegen bin ich skeptisch, aber ich glaube, das waren doch alle. Oh, ich will diesen weißen Stein mitnehmen. Ups. Habe ich nicht ausgemacht. Gib mir den weißen Stein. Das sieht so schön aus. Ah, das tut er allerdings. So, Moment, da waren wir. Da waren wir auch. So, dann komme ich mal wieder runter hier. Mal wieder raus, oder? Ja, ne? Hä? Ich guck noch, ob du auch wieder rauskommst dann gleich, aber. Sollen wir in der Folge dann nochmal zurückgehen oder eher nicht so? Sagen, das gucken wir gleich, je nachdem, wie es halt vielleicht auch zeitlich passt, ne? Ja. So, Ah, nächste Spitzhacke durch, ja? Hab ich's richtig gehört? Ja. Das dachte ich mir schon. Ach, wir konnten ja noch da lang. Genau. Jetzt aber auch nicht mehr als Lava. Und ein paar kleine Blöcke Eisen. Oh nein, ich höre irgendwo ein Skelett und ich will erstmal gehen, weil ich stehe direkt neben der Lava. Na gut, pass auf, ich gehe jetzt erstmal wieder ein Stückchen hoch. Ich hole mir eben noch hier Eisen raus. Mhm. Dann gehe ich erstmal ein Stückchen wieder hoch, weil ich will zumindest die Diamanten auf jeden Fall auch wegpacken. Ja, dann lass uns die restliche Zeit mal zurückgehen und gucken, was wir im Material schon so haben. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, ja. Ich nehme mal noch Gold mit, ist auch schön. Mal da, das ist nochmal hier der Lapis irgendwas, ne? Ja, komm, klopp ich eben raus. Kann man damit eigentlich alles Tolles machen? Ist das nicht hauptsächlich auch zum Färben und so? Ja. Damit kannst du färben. Das alles? Ja, ne? Okay. War sonst nichts? Gut. So, bin auf dem Weg. Wo ging es denn jetzt raus? Bin ich hier richtig? War ein anderer Weg runter, ne? Hm. Gucken, Eisen. Ich will nur das Eisen eben mitnehmen. Ich würde halt gerne wissen, wie ich hochkomme. Warte, ich kann gleich zu dir in deine Richtung kommen, dann schaue ich einmal mit, wie ich dich gegebenenfalls retten kann. Du musstest mich ja auch schon mal retten kommen, das ist ja nur. Ist ja nur fair, ne? Mhm. Nehmen wohl noch mal ein paar Diamanten, wenn ich hier zufällig welche finden könnte, aber ich glaube gerade ist das nicht so. Jetzt hat er ihr Blut geschleckt. Jetzt will er am liebsten nur noch Diamanten. Siehst du mein Nametag gerade? Gerade nicht, ich komme nochmal entgegen. Links von dir, links leicht unterhalb von dir, aber du bist auf dem richtigen Weg. Hä, ich bin schon in der Schlucht. Ja, dann passt das super, ich komme auch hoch. Hallo. Hi. So, ich habe noch ein bisschen Kram gerade da rausgeholt. Ich so, gehe mal eben ganz kurz hier drüber, aber ich will nur mal eben. Was haben wir nichts, hier? Da war ich schon. Nur ein bisschen Kohle. Gar nichts? Okay. Also nichts, was sich jetzt gerade lohnt, weil wir haben ja eigentlich schon alles anderen Massen. Nur so ein kleiner Zwischengang sozusagen. Okay, okay. Ich muss mal gerade eben was essen. Da interessiert es mich ja eher, was da noch ist, aber ich glaube, da waren wir schon, ne? Habe ich jetzt von rechts ein Skelett gehört?
Super. Geht erstmal direkt nochmal die Spitzhacke platt. Moment, ich nehme mal eben eine Fackel. Irgendwo höre ich hier ein Skelett. Ich will mal eigentlich nur eben ganz kurz gucken. Oh. Oh. Ich habe noch so ein Hohlraum-Dings entdeckt. Okay. Ja, da hinten in der Ecke, wo nichts ist. Kommt man denn da am besten runter? Ah, so kommt man da runter, na gut. Mach das mal gerade ein bisschen offen zumindest. Wo bist denn du langgelaufen, sag mal? Das ist hinten am Ende der Schlucht, da wo wir gerade waren, wo ich gesagt habe, ich esse mal noch eben kurz eine Kleinigkeit, da bin ich gerade. Achso, ich gehe jetzt gerade zu unserer Tour, bin ich. Okay. Bei unserem inoffiziellen Lager. Ja. Ich will eigentlich nur einmal ganz kurz neugierig sein, einmal einen kleinen Blick da unten reinwerfen, was uns da gegebenenfalls erwartet oder ob das halt nur so ein Mini-Ding ist. Ja gut, und an Eisen kann ich nie vorbeigehen. Vor allem nicht, wenn zu viel ist. Eisen, Eisen, Eisen. Noch mehr Eisen. Viel Eisen, da ist es kein Eisen. Skeletti? Wenn ich in den Fuß arschloch. So, Drecksack. Ja. Machen wir ganz kurz ein bisschen den Weg runter. Macht das. Es ist anscheinend doch nochmal irgendeine Höhle, ein Gang, irgendwas hier, weiß ich noch nicht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier um die Ecken. Ja, da ist. Du mal. Ich baue so lange noch kleiner Hohlraum und hier geht's. Wow, großer Labersee. Oh, die Frage ist jetzt, waren wir da hinten? Da leuchtet es, aber ich sehe jetzt nicht, sind das Fackeln, aber in der. Moment, wo sind wir? Jetzt muss ich mal eben hier Geografie machen. Wir sind da rechts gewesen. Also ist das auf einer ganz anderen Seite. Das könnte aber sein, dass es einer der Bereiche ist, wo wir ja schon mal drin waren. Das ist ja dieses ganze Stollensystem. Mhm. Ja gut, ich weiß es nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Gut, so, ich komme jetzt auch erstmal zu unserer kleinen Truhe da. Hier unten in, unten in der Schlucht bist du noch oder wo, ja, wo bist du jetzt? Ja, ich bin in der Schlucht, weil ich keine Ahnung habe, wo ich rauskomme. Ja, da müssen wir tatsächlich einmal suchen, fürchte ich. Wie viel Material hast du denn jetzt gerade? Hast du ein recht volles Inventar oder wie ist das? Ich habe ein relativ leeres. Relativ leeres, okay. Mehr Diamanten. Mehr Redstone. Den einen Kohle kann ich wohl auch noch nehmen. Ich habe ein randvolles Inventar jetzt gerade, aber egal. Ja, ich würde ganz gerne gucken, dass wir dann erstmal rauskommen. Ging es nicht hinten irgendwo hoch? Ich habe jetzt auch mal hier Leitern. Ich glaube, hier hoch müssen wir. Das wollte ich nicht. Das sieht gar nicht mal schlecht aus, ja. Du machst eine Leiter dran. Mhm. So, ich markiere uns. Hier oben ist ein Creeper. Dann lass mich da. Nee, hoch. Doch nicht, es ist ein Slime. Oh, hallo Slime. Ich? Slimeball, danke schön. Ich hab einen Slimeball. Cool. Ging's da? Da geht's lang. Ja. Hi. Die danke, Sau hat dir nochmal hier in den Po geschossen. Hier? Was für ein Weg hier? Den habe ich mal gebaut, weil ich dich retten sollte und ich wusste, dass auf der anderen Seite noch eine Treppe war. Wow, okay. Ich wusste halt nicht, dass du da noch Treppe hattest. Tut mir leid. Konnte ich so nichts an. Bringen wir erstmal hier raus. Oh, das ist eigentlich super. Ich gucke gerade so nebenbei auf die Uhr. Wir haben noch so 5 Minütchen ungefähr. Das passt ja. Dann können wir auf jeden Fall mal das ganze Material eben wegbringen. Mhm. Ach ja, der Eingang. Du wolltest ja so eine schöne Mine bauen. Hell. Ah, Alter. Ist so hell, wenn man hier von unten kommt. Möchtest du. Ach, hier haben wir eigentlich nichts weg. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt eine Truhe noch was drin. Nee, aber in der Schmiede ist noch was drin gewesen. Kobbel und so. Ja, super, dann so. Pack doch mal alles ein. Haben wir oben noch was gehabt oder ist oben. Oben habe ich schon rausgeholt und drüber gebracht. Hast du alles rausgeholt? Na gut. Ja. Ja, gehen wir dann eben spazieren zum neuen Bauplatz. Alles klar. Sachen einlagern. Das klingt doch sehr gut. Was ist eilig? Wieso? Weil du so rumrennst und rumspringst und alles übermotiviert, wa? Ja,
Oh, war das schon immer so hell? Alter Schwede. Ja, ist gar nicht mehr gewöhnt hier. Zwei Folgen unter Erde gewesen. Ich wollte gerade sagen, keine zwei Ahnung, Folgen eine Mine. Das ist so. Ja, ich hab vergessen, wie das Tageslicht aussieht. Beeindruckend. Ja, ah, schön. Ein weißes Häschen mit Rosen. Roten, mit Rosenaugen, genau. Stirb. Da geht's aber ab, du. Spring vor Freude erstmal in den Tümpel. Okay. Hallo, Schafe. So, Hallo. Bei mir baut so langsam schon alles auf hier, was davon ist. Und ja, wir haben ja einige Ideen. Und ob wir das jemals alles gebaut bekommen, was wir geplant haben, in unseren Lebzeiten. Und ja, sagen wir so, Staffel 2 könnte länger werden. Andererseits, die Folgen sind doch ein bisschen länger, ne? Also erste Staffel waren jetzt, ich glaube, also, ziemlich genau 40 Folgen sogar, oder? Wenn wir alleine das bauen wollen, was wir so im Kopf schon haben, diese 4-5 Sachen, ich glaube, daran hängen wir schon so knapp 150 Folgen. Einfach, weil wir ständig neues Material auch noch besorgen müssen, so. Du verstehst? Ja. Also ich denke mal, es werden 150 Folgen mindestens sein, was diese Staffel hier betragt. Warten wir es mal einfach ab. Ich meine, das kann man ja mal ein bisschen flexibel auch entscheiden. So, das war die Steinkoppelkiste. Wo wir gegebenenfalls auch nochmal einen Cut machen oder sowas. Alles, ja, es ist schon was dran. Es könnte ein bisschen länger dauern halt alles. Aber wir haben halt auch gerade große Pläne. Welche ist für Cobblestone hier hinten, oder? Ja, die. Ach, wunderbar. Einmal, zweimal, drei, vier, fünf und sechs. Und da sagen wir mal ein bisschen. So, was haben wir da? Special Steine hier. Haben wir irgendwas für Erze und so? Nee, wir können das hier für Erze und so nehmen. Die ist noch leer. Pam, 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 pam. Padam. Dam, dam. Dam, dam, pam. Okay. So, wo haben wir Kram? Haben wir irgendwas für Kram? Wir haben Zucker. Das ist total wichtig und awesome. Ich habe einen ganzen Pfeil. Oh, wow. Okay. Einen ganzen? Krass. Ja. Wahnsinn, oder? Mhm. Ja. Freue mich ja schon drauf, wenn wir da wirklich anfangen. Ah, das erst in der nächsten Aufnahmesession. Ja, irgendwie rüber. Fast eine volle Kobbelkiste. Ich glaube, einen Turm kriegen wir hin. Ja, wir haben. Ja, komm, wir haben noch 3-4 Minuten Zeit. Ich will mal gerade was gucken, ob ich hier mal so ein bisschen hochkomme, weil wir waren noch gar nicht auf diesem Berg hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Also 3 Minuten, sagen okay, wir mal. Okay, ich denke mal, das reicht. Ist nicht so viel. Ich hätte Leitern mitnehmen sollen, oder? Ich bin dumm. Ich bin ein Dumm. Okay. Lass mich kurz was gucken. Wir überziehen zwar ein bisschen, aber ich werd mal gucken. Ich will mich da oben hinstellen und sagen, dass ich der König der Welt bin. Haben wir noch Leitern gerade? Irgendwo? Kiste. Draußen. Welche? Die erste. Kiste? Erste Kiste? Okay. Oh, ganz viele. Ja, komm. Ich nehme mal gerade einfach alle in der Hand. Wird leider dunkel gerade, ne? Ah, egal. Ach, das passt schon. Ich habe gerade eh nichts Wichtiges im Winter. Naja, so semi-wichtig für unser Bauzeugs ist es eher. So, bis dahin kommt man. Ups. War jetzt nicht ganz der Plan. Pam, pam, pam. Pam. Und pam. So. Dann lass mich mal schauen. Das könnte ein bisschen dauern, was ich hier tue. Relativ straight hier mal einfach hoch gerade. Aber ich denke, das passt schon. Oh, scheiße, ist das hoch hier. Ja, ich bin hier auch gerade so dezent am Limit. Ne? Also, wenn ich jetzt Shift loslasse, dann... Ne, nicht Shift, sondern Steuerung loslasse, dann... Dann bin ich down. Das ist der Moment, wo es dunkler wird. Das ist doch fantastisch, oder? Hm. Perfekt. Gott, das ist aber auch hübsch hier alles so. So, Oh, ich sehe dich. So, ich würde eigentlich gerne weiter, einfach nahtlos. Guck mal nach oben.
Oh Gott. Ach du Scheiße, was machst du denn da? Vorbereitung. Vorbereitung. Ich nenne es eher Wahnsinn. Ah, das ist gar nicht so leicht, hier an der Seite eine Fackel zu platzieren. Alter Schwede, wow. Ich dachte gerade schon, ich hätte den Berg verfehlt. Dran vorbeigebaut. Ja, mit Iki. Gut. Ich habe für diesen einen Streifen 1,5 Stacks verbraten an Erde. Das ist doch mal ordentlich. Und wir wollen hier eine Brücke bauen. Ich glaube, das haben wir schon gesagt, ne? Das haben wir schon angeteasert. Das wird sehr ressourcenlastig, mein Freund. Ja. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es wird halt auch sehr geil, denke ich, wenn es fertig ist. So, du hast nicht den Berg verpasst. Ich bin sehr stolz auf dich. Naja, ich wollte ja eigentlich das wirklich mittig von dem Einberg starten und ich wusste jetzt nicht, dass es so, ja, so weit nach da geht. Oh, bin ich oben? Geil. Oh, scheiße, Alter. Schön hier, ne? Wow, nicht zur Seite, wow. Ist schön hier. So, dann kommen wir... Ja, aber das ist mal ganz interessant, dann jetzt gerade zu sehen, wie sehr man doch seitlich hier ankommt, ne? Also wie sehr dieser Berg halt nicht so perfekt synchron zum anderen steht. Ja, nicht so wie wir dachten. Aber ich finde, das macht überhaupt nichts. Nö, das ist auch nicht schlimm, weil man kann ja da, wo du gerade ankommst, je nachdem, wo wir den dran bauen, guck mal darüber gerade, wenn wir das auf der anderen Seite jetzt ein bisschen rechts ruhig dran machen. Der muss ja nicht perfekt mittig sein, die Brücke. Macht man die ein bisschen mehr rechts, dann kommt man ja hier ungefähr an und kann das ja hier irgendwo dran laufen lassen. Und dann können wir da oben auf dem Berg ja trotzdem was draufbauen. Das passt doch, das kriegen wir schon hin. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mal eben hier so ein, zwei Fackeln hin. Einfach mal, um das mal eben minimal auszuleuchten. Freut euch auf jeden Fall auf eine Menge Bauphase. Also... Oh, das sieht ja interessant aus. Abenteuer und von sonst dir. Was bekommt ihr Bitte heute nicht schubsen, also nicht jetzt mehr. Sag ich schon mal. Oh, wow. Ich juckt's ja schon, hier irgendwo nochmal runterzuspringen, ne? Ja, aber das möchtest du hier, glaube ich, nicht. Außer jetzt noch irgendwo, da ist Wasser. Aber da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Das sind. Ach ja, genau, hier war auch noch so ein Wasserfall, den wir noch irgendwie. So, Komm mal zu mir! Geh nicht weg! Was? Erinnerst du dich an dieses Gebiet da hinten? Ja. Durchaus, keine Sorge. Alter Verwalter. So, ich drehe mich aber mal gerade um. So, pass auf, so mein Lieber. So viel Baufläche. Wir sind tatsächlich auch schon ziemlich am Ende jetzt, aber also überziehen gerade ein bisschen, was nicht schlimm ist, weil das kann man ja auch mal machen. So, ich gehe mal eben hier brav meine Leitern runter. Wo sind die jetzt da? So, ich markiere das mal hier so ein bisschen. Ich guck dir gespannt von hier oben aus zu. Ich habe sie tatsächlich immer relativ straight dann, ne, so dran gebaut. Das heißt, du musst hier einfach nur geradeaus laufen. Nicht wie auf der anderen Seite, wo man ständig mal links, mal rechts muss, sondern nee, hier gehst du einfach nur immer geradeaus und du findest immer die nächste Leiter. Ja, das ist schön. Weil keine Lust hier jedes Mal die Leiter zu suchen, vielleicht daneben zu springen. Aber ich find's interessant, ich dachte eigentlich, der rechte Berg wäre fast größer als der linke, aber dabei ist der linke größer als der rechte. Ja, die sind nicht so ganz gleich halt. Nein. Ich dachte, ja, das wussten wir ja schon. Ups. Aber ich dachte halt, dass der andere Berg, also da, wo ich jetzt gerade noch drauf bin, dass der größer ist. Ist aber gar nicht mal. Die sind sogar fast gleich groß, wie es scheint. So, Spinnenaugen brauche ich nicht. Weg damit. Das ist, interessant. So, mal eben ganz kurz geschaut. Wow. Ja, ist schon hoch. Da oben und da oben. Das wären unsere neuen Bauplätze. Das wird spaßig, meine Lieben. So, aber mit dem großen Vorhaben würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch erstmal, weil wir jetzt überziehen wir wirklich sonst. Runter. Alles klar. Ja, da vorne sieht man den Iki, wie er angerannt kommt. Das wird spannend. Ah, aber schön. Ich habe da Bock drauf. Ja, das wird auf jeden Fall aber ein Megaprojekt hier, vergleichsweise. Gut, dann würde ich sagen, während du noch die letzten Meter läufst,
Ich verabschiede mich schon mal und danke fürs Reinschauen. Danke fürs Reinschauen. Ich leg mich nochmal hin. Ja, ich komme mal eben dazu zum Bettchen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal eben schnell ein Abschiedsbrötchen noch reinpfeifen. So. Vielleicht noch zwei. So, zwei Brötchen drin. Na gut, so, ich leg mich auch hin. Ich sag bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.